Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Dienstag, meine Kerle. Heute gibt es wieder mal keine Neuigkeiten, aber ich habe gestern eine lang vermisste Lieblingssocke wiedergefunden. Sie war hinter der Waschmaschine. Ja, moin. Du liebe Güte, das waren jetzt nicht wirklich Neuigkeiten. Das war auf jeden Fall First World Problems. Ich hoffe aber natürlich, diese Socke war von Gaki. Denn ich habe gestern ein paar Memes durchgeschaut, ne, und da ist mir aufgefallen, Alter, Melinda ist wirklich eine Gucci-tragende Ehrenfrau. Und damit sind wir heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Also Real Talk, ja. Erstmal natürlich Moin Moin und willkommen zurück zu Animal Crossing Neue Horizonte. Ja, ich hatte halt durch ein paar Memes geschaut, also diese Memes von dem ehrenhaften Gewinnspiel, das jetzt auch aufgelöst ist, also Glückwunsch nochmal an alle Gewinner. In der Insta-Story kann man nachverfolgen, wer gewonnen hat auf Instagram und auf Twitter könnt ihr das auch nachgucken. Also, falls ich euch nicht angeschrieben habe oder euch auch nicht irgendwo erwähnt habe, dann habt ihr leider nicht gewonnen und das tut mir sehr leid. Ich hatte das gestern schon im Fortnite-Stream beziehungsweise auch irgendwo schon fast im Animal Crossing-Stream. Wir haben gestern Abend so ein bisschen reagiert auf die Memes im Stream. Notgedrungen, aber es war trotzdem irgendwo cool. Da waren schon sehr, sehr jehafte Memes dabei. Warum ich jetzt gerade den Kescher hier trage? Es soll wohl möglich sein, dass man diese Kirschblüten fangen kann. Ah, die sind so schnell weggezischt und auf den Boden gefallen, dass ich sie gar nicht auffangen kann. Und wenn ich jetzt mit dem Kescher auf den Baum schlage, dann werden jetzt auch nicht 30 dieser Kirschblüten gesammelt. Ja, wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich würde schon ganz gerne eine jetzt noch davon haben, bevor die Kirschblüten wegzischen. Zwar noch eine Woche Zeit, aber trotzdem. Ja, ich will ja ein bisschen Progress haben und nicht alles verpassen. Das lenkt mich gerade so sehr ab, ohne Witz. Ich komme nicht klar. Na jedenfalls, ja, machen wir das gleich. Ich krieg das doch eh nicht jetzt hin. Man kennt's doch. War gestern cooler Stream, als wir auf diese ganzen Animal Crossing Sachen reagiert haben und so. War sehr nice. So, was machen wir denn heute? Ist so das Ding, ne? Was wollen wir heute so machen? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wie wär's denn mal wieder mit ein paar Erdglückseiern farmen? Für den Flex. Ich habe jetzt natürlich gehofft, dass das ein Fossil war. Dann werde ich natürlich mit meiner täglichen Eugenroute weitermachen kann. Ich habe natürlich auch einige Spots nicht abgegrast, wo jetzt noch ein paar Fossilien abhängen. Das ist diese einsame Insel in der Mitte. Ich war gerade wieder mal ein bisschen abgelenkt von diesen Kirschblüten, ohne Witz. Ich will jetzt mal eine gefangen haben und deswegen werde ich jetzt eine fangen gehen. Ich habe sie. Ich habe eine bekommen und ich weiß jetzt auch, wie man eine bekommt. Oh mein Gott, so schön und so vergänglich. Ein Leben im Jetzt. Diese ganzen Kirschblüten, die hier über dem Bildschirm flimmern, das sind keine richtigen Kirschblüten, die man auch fangen kann, sondern die man fangen kann, die haften an so einem Baum und dann fällt die ab und dann ist sie, also man sieht, die ist ein bisschen dicker und größer. Alter, was ist das denn für eine Libelle? Bruder. Es ist jedenfalls ein Freund. Eine Königslibelle, die Krönung des Tages. Ja, auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, dass ich die schon mal gefangen habe, Mann. Vor allem, dass sie mich auch nicht totgestochen hat. Huch. Jedenfalls diese Kirschblüten, die man halt eben einfangen kann, die sind etwas dicker, haften an einem Baum, flattern dann ab und dann kann man die quasi einfangen. Hat man ein paar Sekunden Zeit, bis auch die dann weggeschallert ist. Das so das Ding. Ja, aber was sollen wir denn sonst noch so machen? Ich meine, wir können natürlich die Schulden abbezahlen, aber ich bin halt nicht der Rübenfarmer. Ich hab's am Sonntag wieder mal nicht geschafft, ein paar Rüben anzukaufen. Und damit meine Hunderttausenden zu verdienen, um schnell im Spiel weiterzukommen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe das wieder mal nicht geschafft. Das war relativ kritisch. Und ich wollte das Museum ja noch umstellen. Das könnte ich auch machen, weil ich habe ja 100.000 auf dem Konto. Aber ich denke mir am Ende des Tages so, ja, weiß ich nicht. Das ist ja jetzt nicht das
das Wichtigste. So, das Wichtigste ist ja immerhin wieder das Haus abzubezahlen. Ja, das ist so das Ding momentan. Na gut, ich weck mal die gute Patricia auf, die sich da natürlich auch einen schönen alten Booster gönnt oder eine Fanta, man weiß nicht so genau. Wahnsinn, du bist das, ja, du siehst heute echt klasse aus. Ja, ne, die Haare sind heute wieder on fleek und fallen wieder mal nicht runter. Ich kann voll gut posieren, hatscha! Für einen zukünftigen Popstar ist das unerlässlich. Man weiß schließlich nie, wenn man mal hatscha sagen muss. Bruder. Patricia. Ich wünsche dir natürlich alles Gute auf dem Weg zum Star. Und genau das Wichtige heute in diesem Part ist das Konzert. Wir wurden nämlich im letzten Part angeteasert, dass heute ein Konzert stattfinden soll. Ich bin mir sehr sicher, dass Patricia, ich sag mal, der Star dieses Konzerts ist. Dieses Events, dieses Festivals. Genau, sie wird halt wie jedes Jahr an diesem Tag aus dem Häschen-Häuschen sein. Die vielen leckeren Glückseier, die bunten Farben, alles total niedlich und poppig, ich könnte quietschen. Bunt, niedlich und poppig, es ist fast so, als hätte man diesen Feiertag glatt mir zu Ehren erfunden. Oder ist es nicht ihr Tag, sondern es ist so ein Ostertag oder was? Und der findet heute statt, ich muss mich echt mal rumfragen, wann genau das ist. Damit ich das auch aufnehmen kann, natürlich. Und deswegen gehen wir mal zu Toni, dem Ehrenmann, mal gucken, ob der wieder am Bauen ist. Ah ne, es ist Noras Haus, aber die ist auch wieder am Bauen. Man kennt's. Das wird extrem cremig. Jawohl, ja. Was machst du da? Was ich da treibe, willst du wissen? Schau es dir ruhig genau an. Wenn ich fertig bin, wird das ein stabiler Muschelbandschirm. Basteln verlangt echt Fingerspitzengefühl, was normal nicht so meine Stärke ist, aber die Mühe lohnt voll. Und willst du auch mal ran? Ran, dir so einen Muschelbandschirm zu basteln? Kann dir zeigen, wie. Ja, los. Hau raus. Wusste ich's doch. Hier hast du die Anleitung. Hau rein, Schnorz. Danke sehr. Ehrenschwester. Bin auf das Ergebnis wie ein Flitzebogen gespannt und so weiter und so fort. Habe ich dir eigentlich von dem abgefahrenen Traum erzählt, den ich letztens hatte? Ich und eine Palme waren in einem Karatekurs und hatten beide rosa Sportleggings an. Ah ja. Das, also wenn es ein Kaktus ist, dann muss es ja wieder mal der gute alte Herr Je gewesen sein. Habe ich gerade ein Bild von dem Bruder hier am Start? Dass ich euch das zeige? Ich meine, ihr wisst, wer Herr Je ist. Ihr wisst, wer das ist. Kann ich euch nicht zeigen. Total verrückt, oder? Als ob ich jemals rote Sportleggings tragen würde, Ah ja. War das gerade Ironie? Habe ich das gerade wieder mal nicht verstanden? Kicks. Ich habe krass verrücktes Zeug mit Fossilien geträumt, liegt wohl an all dem Gegrabe von dir gestern. Da war dieser Dino im Traum, der hatte so einen Berg Schulden, da wäre ich dir schwarz vor Augen geworden. Dann kam so ein anderer Dino und hat was von alten Steinen gefaselt. An den Rest erinnere ich mich kaum noch, aber Stickerei kam definitiv auch noch drin vor. Tja, was soll ich sagen, Träume sind schon was Komisches. Junge, was hat die denn mit Träumen, Alter, die ist ja nur am Träumen. Und natürlich eine deutsche Allmanns Kuckucksuhr an der Wand. Ich glaube, Nora kommt aus Almanien. So, Toni. Der Nächste auf der... Oh, wahrscheinlich trainieren. Ja, was macht der denn auch sonst, der Bruder? Der ist ja nur am Arbeiten. Wenn er gerade mal nicht in seinem Haus wieder mal die Werkbank kaputt macht, von dem ganzen Hammer draufschlagen, dann flitzt er hier natürlich durch die Gegend und zischt durch die Gegend. Und den werde ich mir jetzt mal natürlich, Ah ja, Kalle am Strand. Ja, dann müssen wir das mit Toni auch gleich verschieben. Was machst du denn hier? Du bist ja immer in deinem Haus. Machst du auf Gulliver oder was? Hallöchen, ich bin's, Kalle. Ja, ich weiß, wer du bist. Ach, Menno. Heute habe ich etwas verschlafen, aber das macht nichts. Jetzt kann ich Frühstück und Mittagessen gleichzeitig. Ah ja, stimmt, der sitzt ja, deswegen will er gar nicht reden. Aber irgendwie will er doch reden. Bald ist Häschentag, bald ist Häschentag. Ach ja. Glückseier, boah, ja, oh Junge, Alter, diese Glückseier-Facts, die musst du mir echt nicht nochmal reinrennen. Ich habe keinen Bock mehr, das durchzulesen. So, genau, jetzt hier, aber mit Gewalt die Tür aufmachen. Wer ist denn jetzt da? Patricia, ja, stimmt.
Ich weiß nicht mal mehr, wo meine Bewohner wohnen. Ich frage mich auch hier und da, habe ich auch mal einen fünften gehabt oder so? Hier übrigens eine weitere Kirschblüte. So sehen die Dinge halt eben aus. Ich werde die jetzt nicht fangen. Aber, ja gut, ich hätte sie jetzt in der Zeit... Ey, ich hätte sie als... Die ist ja echt... Okay, ich habe sie zwar ganz klar berührt, aber ist okay. Oder sie ist natürlich genau in dem Moment natürlich kaputt gegangen, als, ich dachte, Toni wäre da drauf. Ich dachte, sie ist in dem Moment, genau, ne, das ist halt wahrscheinlich der Fall, ne, die geht genau in dem Moment kaputt. Die Kirschblüte, in der ich gerade mit dem Kescher drauf losgeschlagen habe, quasi. Also wieder mal mein Glück, quasi, ne. Ist klar, es ist halt mein Glück. Ich kenn's ja nicht anders. So. Ballon. Auf geht das. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Hallo? Der muss rechts sein. Der ist safe rechts. Irgendwo hier. Aha. In der Perspektive gehört. Und es ist... Oh. Also ich habe jetzt einmal gehofft, ne, dass das eventuell... kein Glücksei-Ballon ist. Und was haben wir hier? Häschen-Tag-Wanduhr. Ist das diese Kuckucksuhr, die Nora auch in ihrem Haus hat? Wir erlernen das Ganze mal, weil ich brauche eh wieder Platz im Inventar und deswegen machen wir das. Muschelwandschirm. Es wäre auch sehr asozial, wenn wir das jetzt wegschenken würden und dann kriegt Nora davon mit, dass jemand anderes jetzt die Anleitung hat. Und die geht ja eigentlich an uns. Oder die ist ja an uns gegangen. Und ein Geschenk weiterschenken ist ja sehr räudig. Deswegen, halten wir uns natürlich bedeckt. Aber ohne Witz, wo ist denn jetzt hier, wo ist denn jetzt hier Toni? Ohne Witz, ich habe keine Ahnung, wo der Bruder wieder abhängt. Aber wir gehen erstmal natürlich zu Gisela. Freut mich, dass du so früh am Morgen bereits an mich denkst. Muss ja, ne? Ist da was dran, dass du gestern Geld vergraben hast? Das Gerücht hält sich hartnäckig. Es gäbe es keine anderen wichtigen Themen, weißt du? Oh, hat der wieder Geld vergraben? Oh, der ist ja voll geldgeil. Keine Sorge, niemand hat mir erzählt, wo das gewesen sein soll, Bika. Willst du mir das klauen, oder was? Du Stute. Es scheint so, als würden alle auf der Insel den Atem anhalten, weil sie ganz gespannt auf etwas warten. Wer oder was da wohl kommen mag? Ja, worum geht es denn überhaupt? Wann ist das? Also, wenn du mir die Uhrzeit sagst, wäre das geil. Ne, also, ich frage mich gerade wirklich. Das muss ja heute sein. Es wurde ja gestern schon, Es wurde doch gestern schon angekündigt auf, dass es heute passieren soll. Deswegen sag mir jetzt bitte. Nichts über Libellen, sondern sag mir doch mal gerade etwas. Was habe ich? Ich habe gerade irgendwas verneint. Scheiße. Von wegen, ob ich hier eine Libelle bringen kann. Moment. Ich habe noch eine Königslibelle gefangen. Ich weiß nicht, ob ich die schon Eugen gegeben habe, ob der schon ein Exemplar bekommen hat von mir. Ich glaube nicht, weil... Ich weiß nicht. So massig wie das Ding war, ich habe nicht im Kopf, dass ich das schon mal irgendwann gefangen hätte. Es kann aber natürlich sein, dass Toni auch... Na gut, wir haben eh keinen Platz frei. Lass uns mal ganz kurz das Geschenk aufmachen, die Flaschenpost. Kabuki, Bastenanleitung, okay. Spielknete. Moin. Das, ich fühle mich auf jeden Fall geehrt, auch wenn ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Ich habe nicht so viel Zeit, um mich um Bastelknete zu kümmern. Wisst ihr, was ich meine? Es sei denn, das ist so essbare Bastelknete. Die ist immer komplett ehrig. Oh, scheiße. Verdammt, Alter. Egal, 1000 Sternis auf den Kopf gehauen. Auf Nacken. Aber wirklich, wo ist Toni? Auf dem Marktplatz ist er nicht. Der wird auch nicht im Rathaus sein. Safe nicht.
kann natürlich sein, dass ich ihn irgendwo unter den Bäumen nicht gesehen habe oder so, aber ich würde eventuell noch sagen am Strand, aber natürlich ist er auch hier nicht drin. Ich dachte wenigstens, dass er hier irgendwie vielleicht was verkaufen geht oder so, auch wenn ich mich frage, was willst du so lange verkaufen, Mann? Hast du gerade den beiden, die hier diese Matheaufgaben verkaufen wollen oder was? Du miese Sau. Ohne Witz, Alter. Toni. Manchmal ein wahrer Ehrenbruder, aber dann hat er auch wieder komplett die Kicks. So, ist das alles, was wir uns heute hier am Strand gezogen haben? Das sieht ja nicht nach viel aus. Ich wäre froh, wenn das 3000 Sternis wären. Allein schon wegen der... Oh Gott, Alter. Also das Ding ist, ich habe halt auch kein Riesenmuschelglück, ne? Ich weiß ja, dass Riesenmuscheln wohl relativ viel geben. So im Verhältnis zu den anderen Sachen. Ich krieg die halt auch nur dann einmal oder so, ne? Und wenn das dann mal zweimal gegönnt wird, dann ist das auch schon so einmal von 30 Tagen im Monat. Also ihre geht raus. Sanddollar, ja, okay, ne? Das ist halt genau das Ding. Genau diese Teile bekomme ich halt immer. Das kann doch nicht sein. Aber ich bekomme halt nie irgendwie Riesenmuscheln in Massen oder so. Bei euch ist es wahrscheinlich anders so. Ihr bekommt wahrscheinlich nonstop diese Riesenmuscheln am Strand. Aber also wahrscheinlich only. Also nichts anderes. Ihr habt nur diese Teile am Strand liegen und ich habe halt nur Sanddollare und so. So, ich gehe nochmal hier auf die... Oder du bist ja auch nur am Wandern. Und auch der 70 hier... Den Booster. Ja. Da sieht man mal, was Gamers Only alles anstellen kann, ne? Da sind sie alle am Saufen. Hallihallo. Bald passiert was ganz Großes und zum allerersten Mal passiert es auf Randomia. Ich frage mich auch, was das sein wird. Ich habe vor Neugier und Aufregung... Okay, das wurde mir gestern auch gesagt. Nur habe ich nicht gestern irgendwie auch einen Dialog gelesen, dass das heute passieren soll? Also da stand halt was von morgen passiert das. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich irgendwie irre und da stand halt wirklich nur, bald passiert etwas und das ist halt dann der 12. Und das ist dann auch der Häschentag. Ja, damit. Aber gut, ja, dann habe ich mich dann wohl doch irgendwie geirrt. Kritisch, sehr kritisch. Brüder, macht mal ganz kurz Auge. Ich habe jetzt gerade ein Erdglücksei aufgesammelt und dann kam mir diese, naja, kurze, aber auch irgendwie nicht so besondere Notification. Ich dachte, okay, jetzt kriege ich irgendwie eine Anleitung oder sowas hinterher, aber da sagt er, das wäre doch interessant wie die neue Bastelanleitung. Ja, welche denn? Was denn? Sag doch, Bruder. Ja, oh, wir haben zwei Sachen, die wir spenden können. Schmeckt doch. Und ich habe dann doch gerade gesehen, dass ich diese Königslibelle schon mal weggespendet habe. Das bedeutet, ich kann die dann doch eigentlich nochmal an Gisela verhaften gehen. Ja, okay, ich glaube, es ging darum, das ist halt diese Teppichhändlerin, aber die ist halt voll irrelevant, sowas. Was soll ich, ne? Ich freue mich doch nicht, wenn die da ist. Ich habe sie eben schon am Strand gesehen, ich habe sie nicht mal im Video gezeigt. So wenig ist sie mir wert. Das bin übrigens ich. Je. Yeah. Kalle, ein wahrer Ehrenmann. Aber ich verstehe es halt wirklich nicht, ne? Toni ist halt nicht auf der... Er ist halt original nicht auf der Insel und ich wüsste auch... Also, keine Ahnung, der ist halt nicht hier. Auf der anderen Seite der Insel kann er nicht sein. So viel zum Thema weniger Eierballons und so, weiß ich. Ich krieg irgendwie nur noch Eierballons. Kann das sein? So, wenn es mal ein Ballon ist, dann wäre das ja schon geil, aber ich krieg ja nur noch Glücksballons. Aber wie gesagt, ich bin diese gesamte Insel hier, diesen gesamten Abteil, auch den auf der rechten Seite nach der Brücke, und auch Richtung Brücke, Richtung Osten, ich bin da alles abgelaufen. Ich habe Toni nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Der ist verschollen. Der ist lost. Wie diese Serie. Wie diese Fernsehserie. Naja. Ja, gut, okay. Dann gehe ich halt wieder weiter Sachen verkaufen und tu so, als würde ich produktiv sein.
Danke, Kalle, du Ehrenmann. Der hat mir gerade eine Anleitung geschenkt. Dann muss ich für das Material jetzt wohl mal auf Eiersuche gehen. Ja, nehmt euch Nachtglückseier. Ja, nicht Feuerholz. Das ist halt immer noch irrelevant. Sein Vater. Der Häschentag Rucksack. Ja. Ich habe mich jetzt doch umentschieden. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde zu Tom Nook gehen, werde 50.000 Sterlis in die Hand nehmen. Und dann werde ich das halt in die Museumsumleitung, Verlegung investieren. Und ich dachte vielleicht so daran, das Museum hinter dem Rathaus zu lassen. Beziehungsweise, ja, das ist halt so eine Sache. Oh Junge, die Automaten, ne? Ich bin halt auch wieder nicht dran gegangen. Junge, wie lange war ich in diesem Raum nicht drin? Bruder. Jedenfalls, ich wollte eventuell das Museum viel weiter hinter dem Rathaus platzieren, damit das jetzt nicht so Stein auf Stein aussieht, wisst ihr? Das habe ich überlegt. Dann dachte ich aber auch eventuell daran, ja, ich weiß nicht. Links oder so vom Rathaus wäre auch nice. Ich guck mal, wie das gleich aussieht. Ne? Sind ja bei der Bauberatung. Ach. Aber ich muss ja erstmal das Geld abheben. Ne? Das ist ja beim Automaten. Uff. Hier, Bankautomat, genau. So. 128, fast 130.000 Sternis haben wir jetzt. Lass uns aber auch natürlich genauso viel auszahlen, wie wir halt eben genau für die 50.000 brauchen. Das heißt, 3, 8, 7 sollten das sein. Das ist einer, genau 1.000er zu wenig, Alter. Aber der eine Sterni, genau, Kai, genau. Ja, das sind die kompletten Mathe-Kicks am Morgen. Ja. So, hätten wir. Mathe war schon immer einer meiner, ich sag mal, stärksten Bereiche. Habe ich das schon mal gesagt? Gerade wenn es darum geht, es auszugeben. Also jetzt hier, Infrastruktur. Lass mich das Museum umstellen. Position ändern. Auf geht's. Das Museum muss auf jeden Fall weg. Den Laden würde ich sogar so stehen lassen, wie er ist. Deswegen ist das gerade nur so eine Sache mit Eugen. Ja. Der Bruder. Eugen, mein Bester, sagt dir der Umzugsvorschlag von Random Kai zu? Aber jederzeit. In bessere Hände könnte man die Standortwahl für unser Haus der Kultur kaum legen. Vortrefflich, dann ist ja alles klar. Dann kümmern Random Kai und ich uns um den Rest, ja? Ne? Wir haben gerade die Power activated, Brüder. Die Power, 50.000 Sternis verbrannt zu haben. Weißt du, das sind 50.000 Sternis, die ich mir hätte sparen können, wenn ich das klug platziert hätte. Aber das konnte ich ja auch nicht wissen, dass es dann so scheiße aussieht, ne? So ein Umzugskit. Das ist wirklich ein Umzug für Eugen. Und ist das Museum jetzt dahinter weg? Ich dachte, es würde sich jetzt so ein Editor öffnen in der Gesprächsauswahl von Tom Nook so und dann würde gesagt, ja, hier so und so läuft das. Okay, aber ich finde, hinter dem Haus gehört das Museum aber auch nicht so ganz hin. Wie wäre es denn mit hier? So, ne? Hier wäre doch nice. Wir schauen erstmal. Da würden wir zwar ein paar Bäume wegholzen, aber so ist, ja, da können wir auch eigentlich dann so direkt abholzen gehen, ne, wenn wir hier eh hinbauen wollen. Ich denke mal, die Entscheidung ist ja relativ klar. So. Ein bisschen Holz. Die leckeren Orangen. Moin. Baumglücksei nehme ich auch mal kurz mit. Ich bin echt ein räudiges Monster, ne? Ich weiß. Die schönen Kirschblütenbäume. Was fällt dir ein? Okay. Also ich denke, wie gesagt, hier ist eine sehr gute Position. Auch wenn der Stein vielleicht ein bisschen reinkickt. Wir müssen den Stein entfernen. Aber das kriegen wir auch mit einem Schuss Orangen ja auch ganz gut hin. Deswegen irgendwo hier so diese Area.
Ja, okay, also die doch nicht direkt vor meinen. Also, Junge. Ich war zu überrascht, dass das so im Einzugsgebiet herangezogen worden ist. Aber hier sieht doch nice aus. Wir lassen uns das mal kurz hier darstellen. Ja, das hat was. Diesmal ist das Museum auch auf jeden Fall klar zu sehen. Und nicht hinter dem Rathausplatz. Und es ist auch noch relativ weit weg genug vom Stein, sodass ich sage, es ist okay. Und die drei Bäume, die ich abgeholzt habe, sind jetzt eher entfernt worden. Also nichts verschwendet. Alles klar, Brüder. Ich würde sagen, ich mache da mal Feierabend für heute. Ihr habt die Uhr schon gehört. Ja, das wird eine andere, ich sag mal, Verlängerung der Halbzeit. Man kennt's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Es ist heute zwar nicht viel passiert, aber ich versuche das irgendwie mit dem Money Flow hier hinzubekommen in Randomia. In diesem Sinne, hauen Sie rein und bye.